So, wenn es jetzt geklappt haben sollte mit Larella, dann kann gleich der Start erfolgen. Jawohl, Boxen auf zum Diana Trial über 2200 Meter. Bei La Mee an der Innenseite Lady Zero, La Peinture und weiter außen Splash Mountain übernimmt das Kommando. Splash Mountain geht nach vorne vor Bei La Mee, dahinter Lady Zero, dahinter La Peinture mit Guatemala an der Innenseite vor Cervenia, am Schluss Larella hinter Auentime. So ging es zum ersten Mal am Ziel vorbei, in den ersten Bogen, in den Scheibenstraßenbogen hinein. Splash Mountain jetzt mit drei Längen an der Spitze vor Bei La Mee, dahinter ist Lady Zero in dritter Position vor der aufgerückten Cervenia, dahinter Guatemala, dann sieht man La Peinture gemeinsam mit Auentime an der Innenseite und zwei Längen dahinter Larella am Ende des Feldes. Die Teilnehmer ziemlich exakt an der 1400 Meter Marke, klare Führung für Splash Mountain mit gut drei Längen vor Bei La Mee. Dahinter ist dann Lady Zero Dritter, das Tempo ist nicht allzu schnell. Vierter Cervenia, dann an der Innenseite Guatemala mit der aufrückenden La Peinture vor Auentime und zwei, drei Längen dahinter Larella weiterhin am Ende des Feldes. Die Teilnehmer nähern sich Mitte oder Ende der Gegenseite. Splash Mountain hat unverändert das Kommando, führt mit zwei Längen vor Bei La Mee. Lady Zero ist dann an dritter Stelle, rückt jetzt an Bei La Mee vorbei, übernimmt den zweiten Platz. Dahinter sieht man dann La Peinture gemeinsam mit Guatemala an der Innenseite vor Cervenia, vor Auentime und vor Larella. So geht es durch den Schlussbogen und Splash Mountain führt. Splash Mountain mit etwas mehr als einer Länge vor Lady Zero. Die setzt hier resolut nach, zwei Länge dahinter, Bei La Mee. Dann sieht man Guatemala gemeinsam mit außen daneben La Peinture. Die Pferde in der Zielgeraden, 600 Meter noch, Splash Mountain an der Spitze. Erste Angreiferin ist Lady Zero. Lady Zero geht nach vorne an die Seite von Splash Mountain, dahinter Bei La Mee, dann folgt Guatemala mit La Peinture an der Außenseite vor Auentime, Larella, Cervenia als Letzte. Lady Zero, Lady Zero, jetzt kommt der Angriff von Bei La Mee und innen zieht wieder die einzige Sieglose an. Splash Mountain wieder vorne mit Bei La Mee, Splash Mountain, Bei La Mee, Splash Mountain, Bei La Mee, Bei La Mee, Bei La Mee gewinnt, Bei La Mee vor Splash Mountain, dritter Guatemala, vierter Auentime, fünfter Lady Zero, dann Larella und weit zurück dann La Peinture und Cervenia.